zurück auf deine Malerei an der Mauer. Du hast ja nicht nur diese Eierköpfe gemalt, sondern wenn man über die Jahre hinweg schaut, hast du ja von 1984 bis 1989 durchaus verschiedene Motive gemalt und die würde ich jetzt mit dir ganz gerne mal besprechen. Ich glaube, deine Malerei fing an mit etwas, das nanntest du Picasso on the Street. Was wolltest du damit sagen oder wie bist du auf die Idee mit Christoph gekommen, das zu machen? Ja, das war so einfach so geschrieben. Picasso on the Street, wie damals es war, da in New York, diese Art und Weise, diese, wie man das aus New York könnte, in der U-Bahn, diese nicht mit Spray gemalt, aber so ähnlich. Das war, hatte ich einfach so geschrieben, Picasso on the Street. Dass man, jeder ist, könnte malen, so könnte man sagen, jeder kann malen. Das war meine Message da. Und dann haben wir drumherum durch diese große Schreiben da, Picasso on the Street, noch ein bisschen komplettiert mit kleine Bilder. Und was folgte auf Picasso on the Street? Ja, dann daher haben wir praktisch jeden Tag gemalt, irgendwas. Also da waren keine richtige Linie, das war auch irgendwas gemalt, so lustige Köpfe. So, ich habe zum Beispiel einen Kopf gemalt, das hatte mir damals in Frankreich meinen Job gekostet. Ein kleiner Hund hatte ich dann mal gemalt in Frankreich und der große Chef von der AOK in Frankreich hat das gesehen und hat sich sogar erkannt als Karikatur und hat gesagt, diesen Mann muss man streng bestrafen. Und ich könnte diesen Mann nicht, nur weil es hat eine kleine runde Ding da und er dachte, das wäre seine Legion d'honneur, der gerade bekommen hatte. Und naja, und diese ähnliche Malerei habe ich dann an der Mauer gemalt, als Revanche zu dieser Roche-Messe in Frankreich. Und dieses Picasso on the Street, das war eine einmalige Situation, in der du einfach sagen wolltest, jeder kann malen und jeder sollte sich ausdrücken. Richtig, ja. Es ist dann aber nicht jetzt als Kunstform für dich weiterentwickelt worden. Nein, ich habe nicht versucht, Picasso zu imitieren. Das war auch nicht mein Ziel. Auch kann man auch nicht Picasso imitieren, also wozu denn? Nee, das ist völlig klar. Aber oder würdest du sagen, alles das, was du in den ganzen Jahren der Mauermalerei gemacht hast, von 84 bis 89, würde unter Picasso on the Street laufen? Nein. Jeder kann malen. Ja, das kann man sagen, ja. Aber dass ich Picasso versucht zu imitieren. Nee, darum geht es jetzt nicht, sondern es geht einfach darum, jeder kann Kunst machen. Genau, ja. Das war auch frei zu malen, also es war Verbot, aber dann da könnte auch natürlich darüber springen und malen. Das hat auch nach der Erfolg von Himmel über Berlin dann auch sehr viele Jungs, zum Beispiel in Märkische Viertel, da war auch die Mauer, oder in Neukölln, dann ging es los mit die Jungs, die Kids haben angefangen selber zu malen. Nach dieser, also ab 87 ging es. Mit dem Himmel über Berlin. Ja. Aber so weit sind wir noch nicht. Weil dieses Picasso on the Street war damit quasi für dich einfach auch der Punkt, okay, zu sagen, jeder kann malen. Mhm. Und hier haben wir eine riesen Leinwand. Wann oder wie kam die Idee mit deinem Bild Gebrüder Arbeit? Oh, das war für ein paar Monate später. Also ab Ende April ging es los. Mai kamen die Fokus über die Mauer und unsere Objekt mitgenommen. Das war der. Also das Marcel. Hommage an Marcel Duchamp. War vor Gebrüder Arbeit. Ja. Gut, also sprechen wir erst über diese Installation. Da ging es los. Wir hatten die Idee, weil unser erste Atelier mit Christoph. Warte nochmal eben. Ja. Wenn ich jetzt an diese Bilder so mich erinnere mit von dem Michel Foucault, da ist aber. Die Wand ist ja schon großflächig bemalt. Da ist ja kein Millimeter mehr unbemalt. Ja, das hat man den Eindruck, aber das ist Ende April bis Mitte Mai haben wir praktisch jeden Tag wie blöd gemalt. Also kann man sagen, das war ungefähr 100 Meter schon gemalt.
100 Meter, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht 80 Meter. So, man sieht auf das Foto nur die gemalte Fläche. So, und da hatten wir noch zusätzlich die Idee, weil die Malerei war nicht lustig genug oder was weiß ich was, da hatten wir die Idee, weil aus dem Atelier, wo wir waren, da gab es im Rauchhaus so ein angefangenes Toilette und war nicht fertig. Und dann die Leute haben einfach stehen gelassen, da waren noch Pissoirs und Klo. Und da hatten wir die Idee, da wir hängen, mit Christophe Boucher, wir hängen diese Pissoir an der Mauer und dann hängen wir noch ein paar Schuhe und dann hängen wir noch ein Waschbecken, der noch übrig bleibt. Und dann hatten wir noch die Idee, als letzte noch krasser, eine dicke Metalltür mit Rahmen. Und dann sind wir dabei erwischt worden beim Einmontieren, weil zusätzlich war eine Kamera von SFB, Berliner Nachtschwärmer. Die wollten uns als letzte Berliner Nachtschwärmer, das war eine Serie, jeden Monat einmal in eine Nacht durch Berlin. Und die sind angefangen gegen 21 Uhr und aufgehört gegen 6 Uhr morgens. Und wir waren als letzte geplant. Und da kam die Vorpost durch diese riesige Neonlichter, grelle Lichter, was sie hatten. Kamerabeleuchtung. Die Vorpost haben gemerkt, oh, passiert was. Und dann diese Bohrmaschinengeräusche, weil wir wollten noch diese riesige Tür noch eindübeln. Und dann, als die Fotos kamen, gucken, dann haben wir alles abgebrochen. SFB ist gegangen und dann sind wir noch geblieben und haben wir unsere Sachen eingepackt und zurück ins Rauchhaus. Und dann kam plötzlich ein gigantischer Alarm, da haben wir gesehen, LKWs und diese Trabante da, diese ähnliche wie Jeeps und riesige Menge von Truppen waren da plötzlich. Es gab einen riesigen Alarm da bei der Vorpost und die sind rübergekommen mit Maschinengewehr und dann erstmal alles fotografiert und dann alle Objekte dann über die Mauer mitgenommen. Das war auch diese Metalltür auch über die Mauer gezogen, die so schwer war, also konnte man zu viert noch kaum tragen und die haben diese Metalltür mit Rahmen noch über die Mauer geschubst und hängt nach einer Weile wie eine Waage Ost, West und BOOM! Riesige Knall da um 6 Uhr morgens. Da war der Michel Foucault da und hat alles fotografiert. Aber das heißt, diese ganze Aktion war schon geplant, wissend, dass der SFB kommt, um das zu filmen? Ja, weil es musste was passieren für SFB. Und dann haben wir gesagt, ja, wir dübeln eine Tür an der Mauer. Oh ja, das ist gut, da kommen wir dann. Aber jetzt mal andersrum. Hattet ihr auch jetzt eine Idee, was wolltet ihr damit sagen? Oder war das einfach eine Aktion, eine Action? Also Christoph, das war die Tür zum Paradies. Der hatte zwei Sphinx links und rechts gemalt und der in der Mitte diese Tür. Das war ein bisschen mit Mythologie geprägt, der Christoph damals, der wollte da so eine Ägypter-Mythologien auf die Mauer bemalen. Ja, und dann, das hat nicht gereicht, dann die Tür wurde uns gestohlen von der Fopos. Hat der SFB, hat ja im Grunde völlig versagt, die hätten ja die ganze Aktion eigentlich filmen können. Ja, die Fopos haben aber gewartet, dass der SFB gegangen ist. Ah, okay. Die sind nicht sofort gekommen, sondern die haben erstmal gewartet und beobachtet. Und SFB ist danach gegangen. Und als die gemerkt haben, es gibt keine Kamera mehr, dann sind die gekommen. Und der Michel Foucault war noch im Bett, hat noch geschlafen. Und dann haben wir ihn noch schnell geweckt und dann kam er dann. Und hat das fotografiert. Ja. Und das sind ja auch große Presseartikel geworden. Ja, in Frankreich, doppelseitig in einer Zeitung. Habt ihr sowas jemals mal wieder probiert, also gegenständlich an der Mauer zu arbeiten? Dann haben wir dann nicht mehr
Weil, also mein Ziel war, nicht die Frau zu provozieren. Ich habe nie einmal beleidigt. Ich habe niemals die Frau mit Farbe geschmissen. Ich habe niemals die leere Dose über die Mauer geworfen oder Pinsel oder sonstiges. Ich habe immer respektiert, die Fopos sind zwar schlimm, aber ich beleidige die Fopos nicht und ich nehme meinen Müll auch mit. Ich schmeiß nicht einfach über die Mauer, wie sonst die Leute üblich gemacht haben. Und dann habe ich gesehen, dass es auch gefährlich, es war auch ziemlich gefährlich, weil die waren bewaffnet mit Kalaschnikow. Und dann von diesem Zeitpunkt dann werden nie wieder das wiederholt. Dann kam die Gebrüder Arbeit. Für mich, wenn ich deine Bilder anschaue, so eben im Nachhinein sieht man ja, dass die Gebrüder Arbeit auch ein Einzelwerk sind. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass du immer, also dass du dieses Thema wiederholt hast. Wieso hast du, also wie kamst du auf diese Idee, Gebrüder Arbeit zu machen und warum hast du thematisch sowas nie wieder angefasst? Ja, das kann ich also genau nicht mehr erklären, warum. Das war ziemlich spät im Sommer, weiß ich noch. Und ziemlich an der Kirche, der Thomaskirche. Ja, und dann ich war begeistert von dieser, die gibt nicht mehr, das war so Lebensmittelladen, die ist Gebrüdemanns. Und dann habe ich diese drei Figuren, ein ist AR, die andere BI und die andere IT. Und das war Arbeit. Und dann hatte ich da, ich weiß nicht, habe ich das noch einmal gemacht und dann nie wieder. Ich kann mich auch nicht so ganz genau erinnern an diese Figuren. Das war ziemlich so irgendwie primitiv Arbeiter, die einfach Schlüssel als Hand hatten, die also die Hände wie Schlüssel, die haben einfach so die Mütter einfach so abgeschraubt, brutalerweise. Es ist ja auch eigentlich nicht die Aufgabe des Künstlers, seine Kunst zu erklären, ja. Aber es ist halt eben trotzdem ein Stück herausragend, weil wir beide wissen, Elaine Scarry hat dieses Bild explizit beschrieben als eines der größten Kunstwerke, welches auf der Berliner Mauer zu sehen war. Mhm. Und es ist ja auch ein fantastisches Werk, dieses R.B. It, weil man es ja auch eben anders lesen kann. Und in Anbetracht dessen, dass du ja quasi fast jedes Thema in Variationen auf der Mauer hattest, deine Eierköpfe hast du gemalt in Massen, deine Miniaturen hast du gemalt in Massen, deine Bärchen hast du in Mengen gemalt. Ja. Und bestimmte Sachen eben einfach nur einmal. Genau. Und das ist eben der Punkt gewesen, weshalb ich das frage. Und es war noch dieser Elefant noch. Da hat die auch, die fand das auch großartig. Dieser Elefant, riesiger Elefant mit einem Schlüssel im Bauch. Das hat sie auch in ihrem Buch noch gesagt, das wäre auch so genial. Das habe ich auch nur einmal gemacht, dieser Elefant. Direkt vor dem Rauchhaus, das war. Okay, dann haben wir den Raum. Wie entstand die Idee, diese Eierköpfe zu malen? Wo kam diese Idee her? Wie kam das? Hast du das alleine entwickelt? Das hat mit Idee nichts zu tun, das war mehr so aus Not, Zeitnot. Also wenn man, es war Verbot die Mauer zu bemalen, also musste man sich nicht so viel Zeit lassen und sagen, was mache ich heute? Soll ich das machen? Auch nicht. Ich muss erst vielleicht eine Skizze machen. Mache ich keine Skizze? Sowas, was gleich vergessen, muss man kommen, malen und gehen. Und dann, vielleicht es regnet oder vielleicht kommt Fokus oder vielleicht kommen Leute, die wollen alles wissen, warum und wie viel. Und dann, es war nicht viel Zeit zu überlegen, sondern malen und gehen. Und dann habe ich dann praktisch durch die tägliche Arbeit, so den Druck, mir praktisch aus dem Pinsel gerutscht, diese Köpfe. Das war das Ding, ja. Also sie sind wirklich beim Malen an der Wand entstanden? Ja, genau. Und dann so grau gekommen und dann immer wieder, dann
Nach einer Weile haben sie sich perfektioniert, in, so wie jetzt da an der Küche, da dieser Siebdruck. Nach den Eierköpfen, auch als quasi als Einzelbild, habt ihr, oder ich denke du zusammen mit Christoph Boucher, den Kinderbauernhof gemalt. Ja. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen, das überhaupt, dieses Thema dort anzufassen? Also was kannst du noch nach, so nachträglich zu diesem Bild sagen? Ja, da war die Hälfte schon bemalt von Indiano, denke ich. Die ist damals nicht Indiano, aber das war schon gemalt. Und dann, der hat dann wie ein Trompe-l'œil gemalt, das war so eine Art, ein Loch an der Mauer als Trompe-l'œil. Und dann ging diese Trompe-l'œil aber nicht bis oben hin, sondern ungefähr zwei Drittel. Und da blieb ein Drittel frei. Und dann haben wir praktisch laute Tierenköpfe und Ungeheuer über diese Trompe-l'œil gemalt, einfach gucken. Das waren da diese ziemlich lange Stücke, ungefähr 70 Meter da, an diesem Bereich, wo der Kindergarten kommen sollte. Aber das hat alles gebrannt und dann, das war dann vergessen. Nochmal, das war jetzt quasi diese Inkorporation oder Weitermodifizierung von dem Indiano-Bild, was wir wollen, gibt es nicht zu kaufen. Ja. Das ist dieses Triptychon mit Punk Deluxe, Ghetto genau. Deluxe und zwischendrin der Blick durch die Mauer. Aber der Kinderbahnhof, der Kinderbauernhof, das war ja ein eigenständiges, großes Gemälde, was jetzt quasi Richtung Westen vermutlich weiter war. Und das hattest du mir mal gesagt, das habt ihr gemalt, weil der Kinderbauernhof abgebrannt ist. Nein, davor noch. Das war so wie lustige Köpfe für die Kinder, hatten wir uns überlegt. Weil das Ding war, wenn dieses Bild nicht komplett war, dann wurde nichts respektiert als Bild. Und dann wurde das Bild sehr schnell zerstört. So habe ich durch Erfahrung festgestellt, wenn eine Malerei nicht von unten bis oben war, ging schnell zerstört als ein komplettes Bild. Und dann, damit dieses Bild blieb, habe ich den Januar auch nie kennengelernt, dadurch, weiß ich, wir hatten eine andere Schlagseite oder so, weiß ich nicht warum. Aber wir haben gemalt, um das Bild fertig, also komplett zu malen. Diese ein Drittel, der noch frei war, noch dazu gemalt. Damit dieses Bild einfach zum, diese neue Kita dazu ein komplettes Objekt macht. Aber was, und was war die Motivation, um dieses Bild Kinderbauernhof zu malen? Ja, für die Kinder, das war nicht direkt dieser Kinderbauernhof, das war ein Kita am Rande des Kinderbauernhofs. Da war ein Stück frei, direkt an der Adalbertstraße, Ecke Bethaniendamm. Und dann das Bezirksamt Kreuzberg hatte die Idee, ein Kita zu bauen, komplett auf Holz. Und dann, es hat aber mit der Kinderbauernhof eigentlich nichts zu tun. Das waren zwei verschiedene Sachen am Rande. Und dann hatten wir gedacht, das ist eine gute Idee, diese Kita, da wird lustig, kommen viele Kinder. Und dann haben wir diese lustigen Tiere dafür gemalt. Nach dem Kinderbauernhof, hattest du mir gesagt, habt ihr das Hommage à la Fontaine am Potsdamer Platz gemalt. Ja. Und erzähl mal von euren Malaktionen am Potsdamer Platz, weil das war ja eigentlich gar nicht so sehr euer Territorium. Ja, da wollten wir irgendwie was anderes, weil da war schon sehr viel gemalt in Bethaniendamm, da war dann genug, haben wir gedacht, wir gehen woanders. Dann haben wir gesehen, ja, das ist lustig, da ist am Platz, gibt es auch viele Touristen, viele Passanten. Und dann haben wir angefangen da zu malen. Es war auch interessant, sehr viele Leute haben uns fotografiert. Oder wir haben auch Postkarten verkauft, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann so angefangen von dieser René-Leni-Dreieck-Ende, da, von dieser Zaun. Richtung Stresemannstraße, ja. Da
Da haben wir halt komplett gemalt. Und da hatten wir die Idee, da große Freske zusammen zu malen. Also dann groß, zum Beispiel diese Igel und Hase, das war eine. Und dann es gab noch Red Dog and Rabbit, das war von mir eine große Freske gemalt für die, weil hinter, am Potsdamer Platz hinter der Mauer war sehr viel Kaninchen, die rumgehüpft haben. Weil da ich weiß nicht wie, die haben die so viel vermehrt, diese Kaninchen, da könnte man die sehen aus der Plattform da am Potsdamer Platz, könnte man die sehen, da die sind rumgehüpft. Und dann habe ich für diese Hasen gemalt. Das war eine Freske und dann gab es so große Freske da von uns gemacht. Und das berühmteste, das war dieser Hasenigel, wo in unserer Version da gewinnt der Hase. Warum wolltest du den Hasen gewinnen lassen? Weil ich hatte die Schnauze voll von dieser ewige, die kenne ich schon als Kind, wo der Hase schnell läuft und schläft ein und plötzlich kann diese Schildkröte, also in Frankreich ist die Schildkröte, und dann gewinnt diese Geschichte. Und dann habe ich gesagt, einmal gewinnt der Hase. Und dann das haben wir dann so gemacht. Danach kam die Freiheitsstatuen. Ja. Wie seid ihr auf die Idee gekommen und wie habt ihr das gemacht? Also das war so 100-jähriger Jubiläum der Freiheitsstatue in New York, 4. Juli 86. Und dann hatten wir die Idee, was dafür zu machen. Und dann der Christoph hat eine Schablone geschnitten aus einer Tischdecke aus Plastik, gespannt auf Holzrahmen. Diese Schablone war ungefähr 2 Meter 20 hoch mal 80 cm breit ungefähr. Und das hatten wir immer zu zweit links und rechts festgehalten und jede eine Spraydose haben wir dann auf diese Schablone gesprüht und dann auf die nächsten Segmente da. Wir wollten ursprünglich 100 machen, aber das hat nicht gereicht und dann haben wir noch 42 da am 4. Juli geschafft, direkt am Checkpoint Charlie. Und dann später mit dieser Schablone haben wir da wieder am Britannien-Damm gemalt. Aber das warst denn du nicht mit Christoph, sondern das warst du mit deiner damaligen? Ja, genau. Und wie viel habt ihr dort gesprüht? Britannien-Damm, ach, ich weiß nicht mehr. Vielleicht auch ungefähr 30, 40 Stück. Was passierte dann mit deinen Freiheitsstatuen am Checkpoint Charlie? Dann haben wir noch ausgemacht, also nicht nur gesprüht, sondern danach, als diese Spray getrocknet war, haben wir noch dazu gemalt, so an der Linie vorbei. Und dann vom Juli bis Oktober blieb so, dann Ende Oktober kam Keith Haring aus Paris eingeladen vom Checkpoint Charlie Museum und er sollte an dieser Stelle 100 Meter die Berliner Mauer bemalen. Ich glaube, es war am 26. Oktober 86. Und dann, um diese Malerei zu ermöglichen, dann Mitarbeiter der Checkpoint Charlie Museum alles in Gelb gemalt, 100 Meter. Und dann kam der Keith Haring gegen 11 Uhr, war die Presse eingeladen und er sollte dann über diese gelbe Grundierung rot und schwarz Pinselstriche bemalen, als Symbolisierung von Ost und West. Aber diese gelbe Farbe war ziemlich dünn. Und könnte man dann unsere Freiheitsstatue, die sehr prägnant war, noch erkennen. Und dann das war dann groß in der Presse da und dann kam ich dann, aber es war schon zu spät. Da war
der Kissinger sich noch entschuldigt damals, der gesagt, in New York kann man wird man dafür erschossen, wenn man über Bilder von anderen bemalen. Aber der hat gesagt, als er kam, war schon alles gelb und es war nicht seine Schuld. Der kam auch zum ersten Mal nach Berlin und ging nach zwei Tagen wieder weg. Das heißt, so wie das der, jetzt habe ich den Namen vergessen, in dem anderen Buch über Graffiti, na, wie heißt der denn, jetzt immer noch anrufen wollen? Gustav. Gustav schreibt in seinem Buch, dass ihr euch quasi da fast noch geprügelt hättet. Ja, das war beinahe, das stimmt. Das war, ich war richtig sauer auf ihn, aber habe ich gesehen, der Typ, irgendwie habe ich schnell gemerkt, das ist nicht seine Schuld. Das hab ich, und er hat sich noch entschuldigt und wieder entschuldigt. Und da habe ich gesehen, das stimmt, er kann dafür nichts. Das war schon für ihn schon so präpariert. Er wurde aus dem Hotel abgeholt. Alles war schon so einmal rot, einmal schwarz, schon gemischt für ihn. Der kam da und die Presse hat auf ihn gewartet. Also der konnte nicht Nein sagen plötzlich. Das war nicht, er hat angefangen zu malen. Das war nicht seine Schuld. Deswegen habe ich ihn noch so verstanden. Ja, okay, das ist. Nach den Freiheitsstatuen hast du angefangen, Bärchen zu malen. Wieso bist du auf diese Idee gekommen, diese wunderschönen Bärchen zu malen? Ja, das war dann, als meine Tochter geboren wurde, so in 88, dann habe ich angefangen, laute Bärchen zu bemalen. Und dann habe ich eine Frau kennengelernt in Axbax und der hat gesagt, oh, du hast auch deine Bärchenphase. Ich auch, Mensch, toll. Und dann hat sie mir gleich ein Bild davon gekauft. Dann habe ich gesagt, ja gut, stimmt, ich habe meine Bärchenphase. Und dann habe ich einfach laute Bärchen weitergemalt. So, jedes Segment ein Bärchen. Ja. Naja, die sind ja auch total. Und danach hast du angefangen, auf einmal nicht mehr so groß zu malen, sondern es tauchen Miniaturen auf. Was hat diesen Anlass dazu gegeben, von diesen riesigen, fast 3,60 Meter hohen Bärchen auf kleine, also so wie ich die Bilder in Erinnerung habe, du hast dann Flächen grundiert und innerhalb dieser Flächen kleine Fenster reingemalt und in diesen Fenstern, zum Beispiel wie an der Waldemarstraße auch, denke ich, tauchen dann kleine Köpfchen oder sowas auf. Wieso auf einmal von diesem riesigen weg zu diesem kleinen? Ja, das war schnelle Restaurierung dann. Ich habe nicht grundiert, sondern habe ich von einem gestörtes großes Bild mit inspirieren lassen und dann mich von dieser Zerstörung inspirieren lassen und dann habe ich lauter kleine Fenster, dann hat man innerhalb 5 Minuten diese Zerstörung nicht mehr gemerkt und da war plötzlich ein ganz anderes Bild davon. So, dann habe ich dann, weil ich hatte auch nicht so viel Zeit danach, weil wegen das Baby, ne, das nimmt viel Zeit, und dann hatte ich dann innerhalb einer halben Stunde alles fertig und dann davon ein neues Bild gemalt. So war das. Und dann da kam die Wende. Naja, 85 hattest du gesagt, hast du noch zusammen mit Kili. Nee, du hattest auch alleine Herzen und Könige gemalt. Ja, dann brauchst du ja noch Platz. Weil die hatten wir jetzt eben gar nicht. Wie kommt es zum Beispiel, also wie unterschieden sich deine Herzen oder deine Könige von dem, was Kili Sidney macht? Weil heutzutage, Kili Sidney malt nach wie vor Herzen oder Könige, ja. Und du malst heute keine mehr. Nee. Also er hat das für sich als Domäne erobert. Ja, so, ja, genau. Habe ich ihm das gelassen. Ich weiß nicht, wie damals ist er. Es hat sich so entwickelt, ja. Aber historisch betrachtet, hast du diese Motive zuerst gehabt? Ja, genau. Habe ich Herzen, da sieht man noch am Postamoplatz 4 Herzen, also 2 übereinander links, 2 übereinander rechts, mit Figur. Das habe ich 85 gemalt. Und dann nochmal dieser König da, den Hasen mit Krone, hatte ich gemalt. So, dann aber danach, ich weiß nicht, hat der Kili das verbessert, das, dieser sein berühmtes Doppelherzen da Bild. Und dann also dieser riesige, große König. Köpfe da auch in der Waldemarstraße. Deswegen, ich weiß, das ist einfach so entwickelt. Und
dann, genau, okay, dann sind wir quasi mit dem, was du vorher, vor der Wende gemacht hast, dann sind wir durch. Als dann die Mauer fiel, hast du die Gelegenheit ja auch wahrgenommen, anstatt mit dem Hammer und Meißel die Mauer kaputt zu hauen, sondern du bist am Potsdamer Platz bzw. am Brandenburger Tor durch die Löcher und hast die Mauer von hinten besprüht. Kannst du das mal kurz erzählen? Wie hast du diese Zeit überhaupt empfunden, diese Wendezeit? Und was hat dich jetzt motiviert, quasi mit den Vorposten ein Spiel zu spielen und einfach immer von hinten zu malen? Ja, das war nicht Brandenburger Tor, sondern Reichstag. Am Reichstag. Das war jeden Tag wie ein riesiges Volksfest da. Da kamen Leute von der ganzen Welt da und haben gehammert und gehammert und gehammert. Und da waren die Leute so groß, schon Januar 90, Februar 90, da waren die Leute so am Klopfen, da war möglich, die Rückseite zu bemalen. Das habe ich natürlich gemacht, als Revanche für diese jahrelange Unterdrückung, damit der Fokus zugucken musste, wie ich die Rückseite bemal. Und das war so eine lustige Revanche dafür, dass die uns da jahrelang beim Pinkel beobachtet haben. Kannst du es mal genau erklären? Wie bist du nach hinten gekommen und was hast du hinter der Mauer gemacht und wie haben die Fokus reagiert? Ja, da war einfach Löcher an der Mauer und dann die Löcher wurden größer und größer, dann könnte man durch das Loch von West nach Ost. Und dann waren wir plötzlich auf der anderen Seite, also auf der Rückseite der Mauer, praktisch auf der Todesstreife gelandet. Und dann konnte man die Rückseite bemalen. Da war die Fokus trotzdem da, aber nicht so, die haben keine Waffengewalt mehr gehabt, sondern die waren nur so, einfach nur so pro forma da. Und die haben zwar geschrien, halt hier, aufhören, und dann habe ich einfach nicht zugehört und dann habe ich meine schwarze Konturen gemalt und dann geschrien, Eva hat der Hammer noch dazu da. und dann habe ich gesehen, die Fokus kommen ziemlich nah an mir und dann bin ich wieder nach Westen gegangen und dann so gemacht da. Ja, das war so. Das ging nicht weit, weil kurz danach wurde die Mauer weggetragen. Das war zu gefährlich. Waren dann die Löcher so groß, ist, glaube ich, noch ein Stück abgestürzt und hat jemand noch getötet. Und von diesem Zeitpunkt dann diese ganze Mauerreste weggetragen. Weil es war richtig lebensgefährlich, weil so viele die Leute geklopft haben, Tag und Nacht. Manche haben sogar Meißel und Hammer gemietet. Hat jemand stand da und war eine Viertelstunde eine Mark oder so. Wie hast du das damals gefühlt? Weil du hast bis von 84 an quasi die Mauer bemalt und jetzt 5 Jahre hast du mit der Mauer gearbeitet als einheitliche Betonfläche und auf einmal verschwindet sie vor deinen Augen, wird sie zerstört. Wie bist du emotional damit umgegangen? Ja, das war schon komisch, das stimmt, aber ich habe nicht geweint um die Mauer. Das war irgendwie ein tolles Erlebnis, das in seinem Leben diese Mauer zu sehen, wie die Tag für Tag verschwindet. Und mit meiner Tochter, die war damals klein, dann gehen vom Hochhaus durch diese ehemalige Todesstreife gegangen und genau auf die andere Seite waren so DDR-Wohnungen, so vier Etagen hoch. Und dann in der Mitte so Betonblöcke, 3 Stück. Und in der Mitte war ein Spielplatz. Und das war der kürzeste Weg zum Spielplatz. Und waren wir jeden Tag mit meiner Frau da gegangen und haben wir mit Charlotte hat gespielt, mit die Kinder von Ost-Berlin. Und wir haben uns mit den Eltern unterhalten und das war ein einmaliges Erlebnis. Wie die Kinder, die Ostkinder, die Spielzeuge von Charlotte einfach so angeguckt und oh, Plaster, guck mal an, Plaster. Die hatten solche Spielzeuge nie gesehen und das war irgendwie so richtig einmalig, da diese Kinder zu sehen, wie die so
zum ersten Mal das Plastikspielzeug anfassen. Die hatten nur Holzspielzeug oder halb Holz, halb Aluminium. Der Preis war im Holz geprägt. Das war ganz, ganz merkwürdig. Wie ging das eigentlich dann für dich weiter? Jetzt war die Mauer weg und du bist durch den Wim Wenders-Film auch als Mauermaler quasi damals schon weltweit berühmt gewesen, aber jetzt war die Mauer weg. Ja, dann plötzlich war, jeder wollte wissen, wie ist alles angefangen. Dann habe ich jeden Tag Interview gegeben damals mit Fernsehen aus aller Welt. Und dann Leute wollten Bilder von mir und dann, das war irgendwie so ein unglaublicher Durchbruch. Und auch war plötzlich alles anders in Berlin. Auch die Leute in Kreuzberg waren schon sauer, weil die wollten zum Drossbar irgendwelche Drogerie kaufen. Da war eine Schlange von 100 Meter. Und ich meinte, was ist hier los? Warum ist so? Ja, das sind die Rossler. Wie? Wer ist der Rossler? Haben Sie nicht gehört? Die Mauer ist offen. Ja, habe ich gehört, aber warum ist so eine Schlange? Aber die Leute kommen hier reinzukaufen. Nein, echt? Oh Mann. Und dann war plötzlich nichts mehr da. Die Leute waren sauer, die Osler haben alles leer gekauft. Und einer hat gefragt, wann gehen die wieder zurück? Nee, die gehen nicht wieder, die Mauer ist offen. Die waren, hey, nein, das kann nicht sein. Die dachten, die Mauer bleibt nur 2-3 Tage offen und dann wird wieder zugemacht. Die meinte, nee, das kann nicht sein. Doch, 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 das ist so. Oh, nein, nein. Da war nichts mehr zu kaufen. Das war wie plötzlich so ein. Die Leute waren stinksauer schon nach einer Woche. Da war die Regale leer. Da gab es nichts mehr. Ich wusste auch, Windeln für meine Tochter waren nichts mehr da. Ich musste zum KDW gehen und Windeln kaufen, weil in Kreuzberg keine Windeln mehr gab. Es gab keine Seife, keine Zahnpasta. Die ganze Kosmetik-Sachen waren wie leer gefegt, leer gekauft, nichts mehr. Das war wahnsinnig. Danach kommen die ganzen Leute aus Polen noch mit Busenweise und dann alles leer gekauft, wie was Zucker, Mehl, und, alles Coca-Cola, war nichts mehr da. Das war so eine völlig verrückte Zeit. Lass uns noch mal ganz kurz auf die East Side Gallery kommen. Wie ging es denn los? Weil ich meine, jetzt, wie du schon gesagt hattest, die Mauer, die wurde in einer rasenden Geschwindigkeit niedergeknüppelt. An manchen Stellen blieben Mauer stehen, wie du weißt. Niederkirchener Straße, aber Niederkirchener Straße wurde nie bemalt, weil schon die Eisenarmierung rausschaute und so weiter. Was geschah dann an der East Side Gallery? Was war das und wie kam diese Malaktion zustande? Die East Side Gallery kam später, das war ab Juli 1990. Diese Stelle, die East Side Gallery, ist eine Sonderstelle, weil die Grenze zwischen Ost- und West-Berlin war total verrückt. Also das war nicht eine klare Grenze, sondern die ging durch alles Mögliche, von Wäldern und Straßen und Wasser. Und da, an dieser Stelle war die Grenze ins Wasser. Und das Wasser war der Spree und die offizielle Grenze war die Westufer, also in Kreuzberg, und die Ostufer in Friedrichshain war die sogenannte zweite Mauer, weil es gab immer zwei Mauern und an dieser Stelle nicht möglich war, zwei Mauern zu bauen. Dann haben die Grepos auf die zweite Mauer verzichtet und die zweite Mauer praktisch als erste Mauer, also diese dicke Mauer. Diese, so wie wir in Westkante, 15 cm dick. Und die zweite Mauer im Ost nach 50 Meter Todesstrafe war nur 7 cm dünn. Und an dieser Stelle war Patrouillen mit Schnellboot ins Wasser und diese zweite Mauer war auf der Ostufer da. Und also dann nach der Wende, dann ist diese zweite Mauer praktisch intakt geblieben. Weil es war nicht möglich,
von Kreuzberg durch das Wasser zu schwimmen und die Mauer zu klopfen. Das hat niemand gemacht. So, dann blieb diese Mauer intakt. Und dann Werbungleute haben die Idee gehabt, diese Fläche zu plakatieren. Und dann war jeden Tag mehr und mehr Plakat, Werbung, Kino, Konzert, was weiß ich, durcheinander von Plakat. Und dann war diese 1,2 Kilometer lange Mauer praktisch eine riesige Werbefläche, aber ziemlich hässlich. Also war richtig ohne Niveau, da alles durcheinander geht. Also das billig, die Leute sind angehalten, plakettieren und sind wieder gegangen. Und dann eine Frau, die, Christine McLean, die war damals Kulturattaché der britischen Botschaft in Ost-Berlin, hat die Idee gehabt, schade an die Mauer, das kann man nicht so lassen, das ist doch unmöglich. Und hat versucht, Kontakt in Ost-Berlin zu knüpfen und dann versucht, diese riesige Mauerlänge, 1,2 Kilometer, als Malerfläche zu ändern. Und dann es ging da durch Kontakt, weiß ich nicht. Und dann da wurde ein Verein gegründet und dann ging es los. Also die haben diese 1,2 Kilometer Mauer in Stückchen geschnitten und jeder Künstler hat ein kleines oder ein mittel oder ein großes Stück bekommen. Und dann dafür musste man sich verpflichtet, 5 Jahre lang seine Royalties an diese Verein abzugeben. Und praktisch, man hat erlaubt, Fotos und Postkarten, T-Shirts und alles Mögliche, diese ganze Merchandising-Produkt so erlaubt und dafür 500 Mark hat man dafür bekommen. So. Und dann ging es los ab Juli 90 bis, Mai 90 ging es los, bis Oktober war praktisch alles fertig gemalt, diese riesige Fläche. Und als die Leute gefragt, wann bekomme ich meinen 500 Mark, dann ging es los. Wir haben kein Geld. So, dann die Leute waren gleich am Anfang wie demotiviert. Ey, was ist da los? Ich habe unterschrieben, fünf Jahre lang verzichte auf meine Royalties und das Geld kommt nicht. Also die Hälfte war schon sauer und die haben keine Lust mehr gehabt. Und das war schon ein schlechter Anfang. Ne? Nur die Leute, die den Verein verklagt haben, haben Geld bekommen. Das war mir schade. Gleichzeitig war die Qualität der Farbe sehr schlecht. Das war eine ultra billige Farbe. Und zuzüglich, da waren noch diese Plakate noch. Und dann, manche haben nicht diese Plakate abgeklebt und einfach mehr oder weniger auf die Plakate gemalt. Und dann ging die Plakate runter und dann die Bilder waren sehr schnell irgendwie zerstört und unansehnlich. Ja, das war leider ein schlechter Anfang. Bis 2000 dann gab es Geld, um ein Drittel der Isaac Gallery zu renovieren, also komplett mit Betonsanierung und Neubemalung. Und jetzt, 2006, wollen wir zur WM Neurenovierung beantragen, weil man darf seine Bilder selbst nicht renovieren. Das ist Verbot wegen Denkmalschutz. Also das muss man nochmal jetzt demnächst besprechen, wie das alles am besten gleichzeitig machen. Das müssen wir noch klären. Wie ist es dir gelungen, eine relativ große Fläche zu bekommen, während ja viele quasi 2 oder 3 Segmente haben, hast du, glaube ich, 10 oder 20 Segmente? Ja, ich habe 32 Segmente bekommen. Wie hast du das geschafft? Ja, das weiß ich nicht. Christine McLean hat mir gesagt, von da bis dort kannst du malen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann habe ich einfach.
Du hattest auch, glaube ich, was jetzt die Zeitgalerie betrifft, das sah man ja dadurch, du warst natürlich auch prädestiniert dafür, weil viele Künstler haben so filigrane Bilder gemalt, die haben Monate gebraucht, während du wirklich mit deinen großen Flächen relativ schnell zu Potte kamst und auch letzten Endes eine weit strahlende Wirkung hattest. Man muss nicht mit der Lupe davor stehen, um zu gucken, was hat der Mensch gemalt, sondern man konnte das wirklich schön aus der Entfernung erfassen. Das war wieder mal sehr genial. Ja, das habe ich überlegt, weil diese Issa-Galerie ist am Rande einer schnellen Straße gebaut und die meisten Leute, die Bilder anschauen, sind im Auto. Und dann dadurch ist die Wirkung anders, als wenn man zu Fuß läuft. Dann ist mir klar geworden, da muss ich großflächig bemalen. Also ein Bild auf zwei Segmente, das ist auch perfekt, weil zwei Segmente sind 2,40 Meter breit und 3,60 Meter hoch. Das ist perfekt, so Postkartformat praktisch. In groß. Und dann habe ich 16 große Postkarten praktisch gemalt. Wieso hat Christoph Boucher nicht mehr an der East Side Gallery teilgenommen? Der war an diesem Zeitpunkt nicht in Berlin, der war da nach Düsseldorf gegangen. Deswegen. Kitty Sidney kann ich ja selbst fragen, aber auch er hat ja im Grunde an der East Side Gallery eigentlich, ich möchte nicht sagen versagt, aber seine schönen großen Herzen, die er früher gemalt hat, hat er gerade an der East Side Gallery nicht gemalt. Ja, das weiß ich auch nicht, warum. Warum steht eigentlich nur die Vorderseite der East Side Gallery unter Denkmalschutz und nicht die Hinterseite? Ja, gute Frage, das weiß ich auch nicht. Weil ich bin damals ja nun auch die East Side Gallery abgelaufen von beiden Seiten und fand also zumindest, dass es auf der Rückseite einige hervorragende Bilder gab. Und ich habe mich immer gefragt, warum diese Ignoranz? Warum wird jetzt nur eine Seite genommen? Warum nicht beide Seiten? Ja, das muss man diese Denkmalschutzbehörde befragen. Ich weiß nicht. Weil sanieren muss man ja auch beide Seiten. Man kann ja nicht nur eine Seite sanieren. Ja, das stimmt, weil diese Feuchtigkeit kommt von der Rückseite. Nur die Vorderseite wurde saniert, die Rückseite ist noch schlimmer dran, weil da ist der Spray und die ganze Feuchtigkeit kommt vom Spray direkt ins Beton und durch die Rückseite und kommt nicht durch, weil die Vorderseite ist versiegelt durch dieses spezielle Verfahren und dann dadurch dann bleibt die Feuchtigkeit ins Beton. Das ist natürlich nicht doof. Da müssen wir nochmal jetzt darüber reden, was machen wir jetzt mit dieser. Wir wollen also angeblich bis zu WM die Saalgalerie renovieren. Das muss man sich ein bisschen beheilen, weil wir haben jetzt Mitte März und in 3 Monaten geht es los mit der WM. Da müssen wir ein bisschen uns beheilen. Mal gucken, wie wir das machen. Okay, Thierry. Ich glaube, wir sind durch. Okay.